80er, die 60er-Generation. Das waren 1988, 1992 und 96. 96 war ich nochmal Dritter im Einer bei den Olympischen Spielen. Das eine ist auf dem Wasser und das andere im Wasser. Wasserberührung haben beide, aber es ist beides mit Wasser verbunden und auf sauberes Wasser angewiesen. Ja. Und ein Ruderer muss auf jeden Fall schwimmen können. Das ist zweitgrößter Highlight, hier anzukommen, richtig.